So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Necro Immortalis. Ich spreche es jetzt einfach mal so aus. Ich glaube, es ist ein Schreibfehler. Also so von dem restlichen Englisch her sieht es ja auch nicht so aus, als wäre das irgendwie Native Speaker oder so. Ich habe mir ist natürlich nur Wasser, ne? Ist ja klar. Ist natürlich nur Wasser. Kampai. Absoluter, der beste Sake überhaupt, echt. Also ist, ich habe gerade Kopfhörer abgenommen. Ich muss mich jetzt mental einmal auf den nächsten Jumpscare. So, was nehmen wir denn? Wir haben ja, ihr könnt es gerade nicht sehen, ne? Wir nehmen Soldier, Medic, Woodsman oder Warpriest. Woodsman hatten wir jetzt zweimal, deswegen nehmen wir jetzt einfach mal Soldier. Und gucken mal, ob wir woanders anfangen. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt so betonen musste. Woanders anfangen. Ich habe erst einen Schluck. Also ich habe nicht mal so ein Pintchen weg. Also daran kann es liegen. Wenn wir live, wenn wir endlich mal live streamen können, vernünftig, können wir einen Trinkabend zusammen machen. Eigentlich möchte ich auch gerne mal nach Hamburg zum tanzenden Einhorn. Tanzende Einhorn, ne? Doch, tanzende Einhorn, so ist es, glaube ich. Da möchte ich unbedingt mal hin. Also das, und dann mit der guten Leslie. Ist das eigentlich der richtige Name? Ich denke mal, ne? Ah, okay, guck's mal. Da starten wir hier an meinem Lieblingsort direkt. Tell someone to send more guards to the tower fast, bla bla. Okay, wir lesen uns das jetzt nicht durch hier, weil... Hätten wir da, wo wir gerade gestartet sind, auch schon einen Zettel finden können? Ach, guck mal, hier ist das ist der Zettel, den wir vorhin schon gefunden haben. Da müsste es ja eigentlich hier rausgehen. Ja. Okay, wir wollten zu... Bin ich da gerade hergekommen? Nein, der kam gerade so aus dem Nichts, aber ich habe gerade echt. Ich glaube, ich kann das nicht spielen, tut mir leid, weil ich gerade extreme Angst vor diesem Jumpscare habe. Und ich glaube auch, wenn ich die Kopfhörer komplett leise mache, werde ich mich derbst erschrecken. Einfach weil dieses Gesicht, was da eingeblendet wird, so extrem flackert auch. Also ich glaube nicht mal, dass das nur daran liegt, dass es einfach laut ist. Und ich gucke mich ja hier schon um. Hä? Wo ist denn jetzt Cementary? Was ist das denn da? Eine... Hä? Egal, dann laufen wir jetzt erstmal die Straße runter. Da ist er. Okay, ich glaube, er läuft uns auch die ganze Zeit hinterher, ne? Ich hoffe, es ist nur einer, ey. Okay, dann gehen wir erstmal zum Hospital. Da ist auch der Tower? Ich bin schildern gerade nicht so durch. Folgen jetzt aber erstmal der Straße. Toll, es klappert irgendwas draußen auf meinem Balkon. Das ist auch sehr beruhigend gerade.
Da ist der Bunker. Aber der Bunker wird doch bestimmt das sein, wo wir rausgekommen sind, ne? Hospital. Alter, wie groß ist denn die Map bitte? Hospital. Hospital. Okay, Zettel. Ist das denn irgendwie so, wenn ich so einen Zettel einsammle, löst das auch irgendwas aus? Wird das viel aggressiver? Spawnt sich dahin, wo ich gerade bin? Oder? Aua. Alter, das ist so mega groß hier einfach. Jetzt soll der Friedhof da sein? Das kann doch auch irgendwo nicht richtig sein, ne? Da ganz hinten wurde doch eine. Ach ne, da wurde auch nach rechts gezeigt, ne? Ja, doch, stimmt. Mal eben, ob hier irgendwas. Da ist natürlich ein Ziel, war klar. Ne, ist nur Karte. Auf der eh nicht steht, wo wir gerade sind. Kein Kreuz eingezeichnet oder irgendwas. Okay, ich habe es mir nur eingebildet. Ich habe gerade links zwischen den Bäumen gesehen, dass es Fieder wäre, aber das war gar nicht. Und dann kam dieses Geräusch. Hä, jetzt ist da der Bunker? Das kann auf jeden Fall nicht richtig sein. Hä, der hat doch gerade einen ganz anderen Weg. Oder ist die Straße. Okay, ich glaube, die Straße ist ein großer Kreis, ne? Kann das sein? Ja, da laufe ich bestimmt durch, meine Freunde. Er könnte mal knicken. Okay, das kann natürlich nicht sein, das ist die Straße. Ja, okay. Und wir müssen immer wahrscheinlich irgendwo in den Wald rein. Und da ist dann immer. Ja, okay. Da müssen wir jetzt rein, weil da wird wahrscheinlich der Friedhof sein. Ich verstehe. Ja, okay. Alles klar. So, was bringt uns das jetzt? Wir gehen mal wieder zur Straße zurück. Da ist nicht die Straße. Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay, aus der Richtung bin ich nicht gekommen. Das ist doof. Ich habe auch gerade in dem Video, ich habe mir das Video einmal kurz durchgeskippt natürlich wieder, um zu gucken, ob auch alles okay ist und so, bla bla bla. Zettel. Und Tower. Den Tower hatten wir jetzt auch noch nicht. Und Bunker hatten wir auch noch nicht. Und ach so, ich kann gar nicht Pause machen. Nein. Okay. Sonst hätte ich kurz erzählt. Und hab kurz geguckt. Wann uns das Vieh. Ach ja, da ist der Sackgasse. Alter, ist er schnell. Willst du mich verarschen? Da ist irgendwas auf dem Boden! Verpiss dich!
doch, wie schnell der ist, Alter! Ich bin rennen, ich kann nicht mehr rennen. Weißt du, der hat den Zettel in der Hand. Jetzt höre ich auch ein Geräusch, komischerweise. Alter! Wieso ist der so schnell? Ich kann nicht hingucken, ich habe Angst. Ich habe so Angst vor dem Jumpscare. Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht mehr rennen. Dieses Geräusch. Ich weiß, der hat einen Zettel in der Hand, aber ich möchte nicht mit dem... Oh! Wieso ist der so schnell? Der Zettel hatten wir, glaube ich, schon. Wieso um hier nicht hinzugucken? Dürfen wir den vielleicht nicht angucken? Wird der vielleicht schneller, wenn ich mich umdrehe? Und dieses komische Krabbelvieh auf dem Boden, der tut uns vielleicht nichts, weil er hat irgendwie einen Zettel in der Hand, ne? Dieses Geräusch geht gar nicht mehr weg. Also nicht, das nicht den Herzschlag, sondern ich meine dieses Dirn, Dirn. Es wird gar nicht leiser. Alter, willst du mich verarschen? Wie soll ich denn jetzt wieder loswerden? Wie sollte ich den denn jetzt wieder loswerden? Ich meine, ist der schneller, wenn ich mich umgedreht habe? Ich habe mir jetzt gerade auch, wenn ich mich umgedreht habe, den angeguckt habe und dann gerannt bin, ist der auch irgendwie auf einmal so viel schneller geworden. Also, das ist in dem Moment passiert, nicht als ich ihn angeguckt habe, sondern weil ich gerade dann wieder auf Rennen gegangen bin, weil ich rückwärts halt auch rennen wollte. Was auch geklappt hat. Wenn ich das richtig gesehen habe, ob mir so war. Transpiriere. Alter, wie, ich bin den jetzt gar nicht mehr losgeworden. Ich bin gerannt, gerannt, gerannt und der ist nicht weggegangen. Und ich weiß nicht, dieses Vieh auf dem Boden, das sah aus, als hätte er einen Zettel in der Hand, ne? Aber ich konnte nicht versuchen, das Ding anzuklicken, weil der Typ ja die ganze Zeit da war und der war so extrem schnell einfach. Das ist ja das, was ich meinte, so, ne? Weil umso mehr Zettel du findest, wird er dann auch schneller? Das wäre mega gemein, ne? Das wäre dann eher so ein Slender-Ding, ne? Ich meine, jetzt mal ganz davon abgesehen, dass es mir eher wie so ein Slender-Klon aussieht. Also ich finde, das hat bis jetzt nichts von Silent Hill, nichts gegen Firebird, ne? Du kannst es nicht besser wissen, so, du hast es ja nicht gespielt. Aber die schreiben ja selber hier in den Credits von wegen hier Silent Hill Games Inspiration. Davon habe ich jetzt aber noch nichts gemerkt. Für mich sieht das eher aus, weil ich muss Zettel einsammeln. Und es verfolgt mich ein Vieh. Also für mich ist das eher ein Slender-Ding. Ich guck mal bei Endings. Ist immer noch alles locked, ey. Okay, guck mal eben bei Notes. Wir haben... Oh nein, es gibt mehr als 9 Notes. Wenn wir hier einmal gucken. Note 15. Okay. Sollen wir noch eine Runde mal gucken? Gucken wir noch eine Runde, ne? Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit für die Folge hier. Dann starten wir einfach mal mit einem anderen Charakter in der Hoffnung, dass wir da dann auch noch andere Notizen finden. Wir hatten jetzt den Soldier, ne? Genau, wir nehmen Medic. Weil dann müssten wir ja eigentlich in dem Krankenhaus starten, wo wir noch gar nicht waren. Meine ich zumindest, dass wir das noch nicht abgeklappert haben. Immortal but not dead. Artificial dead in a physical body. Ich verstehe die Story auch noch nicht ganz. Vielleicht muss ich mir die Notizen gleich einmal durchlesen, die wir bis jetzt gefunden haben. Also es soll irgendwie eine Story haben. Also ich hab aber geguckt, wann das rausgekommen ist auf Steam. Und da habe ich gesehen, dass da unten so ein fetter Text steht zur Story. Habe es mir halt noch nicht durchgelesen, weil ich davon ausgegangen bin. Aber da haben wir schon direkt einen Zettel.
Weil ich davon ausgegangen bin, dass hier so ein bisschen was erzählt wird. Boah. Ich hab gedacht, da wäre es direkt schon wieder so ein Krabbelfieh, ey. Ja, ist klar. Wenn jetzt hier irgendwie so ein Vieh rumläuft, ne? Ich krieg. Also, ich glaube, ich kann es leider nicht durchspielen. Tut mir leid, weil der Jumpscare ist einfach echt das. Der Zuschauer findet die Idee jetzt vielleicht nicht so schlimm. Aber, ich hab grad. Ich denke die ganze Zeit nur an diesen Jumpscare und hab Angst, dass der kommt. Ich hab grad echt Herzrasen gehabt, wirklich. Also. Auch jetzt beim letzten Mal. Ich kann mich, glaube ich, an den Jumpscare nicht gewöhnen. Der ist echt so ekelhaft einfach. Ansonsten kann ich auch gerne mal gucken, dass ich im Internet nach der Lösung gucke, dass wir wissen, wo die anderen Zettel sind. Weil, keine Ahnung, wenn das Vieh so schnell ist. Wie oft müssen wir denn da neu anfangen und sterben, bis wir endlich alle Zettel zusammen haben? Bis wir das dann geschafft haben, habe ich auf jeden Fall ein Herzkasper. Da hilft auch kein Sake mehr. Na, alles hier abklappern, nur um diese. Also ich finde das, oder? Schreibt mal bitte in den Kommentaren so. Ich finde, das ist doch. Das ist doch eher einfach so ein Slender-Abklatsch, oder? Weil das hat doch nichts mit. Sind wir jetzt im Kreis oder? Wir sind einmal im Kreis, ne? Ach du Scheiße. Das Ding steht ja nicht auf, ne? Können wir denn hier noch irgendwo einen Zettel finden oder? Ich bin jetzt auch gerade nicht echt so motiviert, muss ich sagen. Wirklich jeden Raum zu durchforsten. Okay. Also was ich übel finden würde, wäre, wir sind ja jetzt hier im Gebäude, wir kommen jetzt gerade auch noch nicht raus. Wenn dieses Vieh schon jetzt hier auf dem Weg hierhin ist, hier reinkommt. Okay, wisst ihr was? Wir gehen jetzt erstmal hier raus. Dann müssen wir auf der anderen Seite oder so. Hallo? Gar nicht groß oder so. Aber wie stellen Sie sich das denn vor, dass man. Ach du Scheiße, ey, wo gehst du denn hier raus? Ah, immerhin haben wir noch einen Zettel gefunden. Wenn, stellen Sie sich wirklich vor, dass man hier jetzt echt jeden Raum sich anguckt, um irgendwie. Wir haben gerade so ein Kreuz zum Beispiel gefunden. Oh, jetzt sind wir. Scheiße, ey. Hä? Wir müssen doch neu irgendwie rauskommen, oder? Wenn wir als Medic anfangen, dann gammeln wir doch nicht einfach nur hier rum, oder? Der lacht doch da gerade noch nicht, ey. Ich glaube, das war eine andere Treppe, ne? Kann das sein?
wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Das Vieh ist bestimmt auf dem Weg und das macht mich gleich wieder frisch. Er schreckt mich immer voll, wenn der Herzschlag losgeht. Weil ich denke, das Vieh ist dann in der Nähe, aber das ist ja gar nicht so. Haben wir vielleicht gerade das Geräusch gehört, weil wir dieses Kreuz aufgehoben haben? Es wäre schön, wenn. Jetzt bin ich bei einer Treppe, ey. Wo bin ich denn jetzt hier raus? Hä? Okay, ich brech das jetzt mal hier ab. Das ist ja. Das ist ja. Also, das ist ja. Und dann gucke ich gleich mal im Internet, ob ich. Vielleicht spiele ich jetzt gleich dann noch durch, dass wir alle Notizen suchen, finden, wie auch immer. Wir können ja auch keine Türen anklicken, dass hier irgendwo, sag ich mal, die Erdgeschosstür nach draußen ist oder so. Very strange. Very strange. Ich wollte gerade noch irgendwas anderes sagen. Irgendwie kommt der Rollstuhl mir überdimensional groß. Wo hatten wir den schon hier? Glaube nicht. Ich habe den Gott sei Dank noch rechtzeitig gesehen. Oh, und konnte die Augen zumachen. Alter, war der schnell. Der war wieder extrem schnell. So, jetzt gucken wir nochmal, wie viele Notizen haben wir. Notizen. Okay, jetzt haben wir noch gefunden. Ich glaube, wir hatten gerade 13 und 17 hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Ja, wir brauchen aber trotzdem immer noch einige, ne? Also. Boah, ich habe trotzdem. Fühle ich mich, obwohl ich jetzt gerade nicht hingeguckt habe, aber dieses Geräusch einfach finde ich auch so ätzend. Habe ich jetzt trotzdem, bin ich gerade so ein bisschen zittrig. Das ist nicht gut für mein Alter. Ja, ich weiß, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich meine, es ist jetzt nicht mega, mega, mega kacke, aber es ist jetzt auch nicht so geil, ne? Also, ich sag mal, bei Henrietta gerade so. Hat man ja zumindest Potenzial gesehen und man muss ja auch sagen, ist ja auch early und so, aber das hier ist ja ein fertiges Spiel. Und jetzt einfach nur Notizen einsammeln. Erstens, du kannst sie im Game, kannst du sie nicht in Ruhe durchlesen, weil ich habe nicht das Gefühl, wenn du die Notiz anklickst, dass gerade Pause-Funktion ist so. Ich glaube nämlich nicht. Du kannst im Spiel nicht Pause machen, du kannst im Spiel die Notizen nicht angucken, das heißt, du musst auf jeden Fall ins Hauptmenü lesen. Finde ich ein bisschen schade. Ja gut, dass sie so klein sind, liegt einfach daran, dass ich die Auflösung so gering gemacht habe. Ich lese mir die Notizen gleich mal in Ruhe durch. Dadurch, dass sie auf Englisch sind, brauche ich ja ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr sie lesen wollt. Ob ich gleich mal ganz kurz, hier einmal so durchskippe oder kann ich auch jetzt machen, dann könnt ihr Pause machen oder so. Dann lese ich mir das gleich einmal selber auch durch und guck mal, wie die Story sein soll. Und aber dieses Vieh, ne? Ihr habt es gerade gesehen, so, dass das Spiel ist auf jeden Fall darauf ausgelegt, dass man mehrmals stirbt. So, weil, wie sollte ich, wie schnell der gerade auf mich zugerannt ist? Man, soll das so sein oder ist das irgendwie ein Bug oder was? Weil ganz am Anfang konnten wir dem Vieh ja wenigstens noch entkommen. Aber ich habe das Gefühl, wenn du dann so zwei, drei Notizen irgendwie eingesammelt hast, dass der dann voll horny wird. Und unbedingt. Und ich halte das echt, also ganz ehrlich, ich halte das nicht aus. Also wenn ich das Spiel jetzt. Ich hätte kein Problem damit, mehrmals zu sterben und Jumpscare. Aber der Jumpscare ist einfach so schlimm. Ich meine, jetzt habe ich ihn gesehen, dass er kommt. Da konnte ich dann schnell. Augen zu machen. Wenn er mich das nächste Mal wieder so eiskalt erwischt, ey, dann sterbe ich heute echt. Also.
Okay, wir lassen es jetzt erstmal bei 2 Folgen. Ich guck mal, was ihr so schreibt. Und wie gesagt, ich lese mir gleich mal im Internet ein bisschen was dazu durch. Ich meine, das Einzige, wenn wir das jetzt durchspielen, das Einzige, was jetzt halt noch passieren wird, ist, dass wir rumlaufen, Notizen suchen und gejumpscared werden. Mehr wird hier, glaube ich, nicht passieren. Leider. Weil ich fand die Idee in der ersten Folge gerade. Ich gehe nochmal auf Play. Schade. Endings. Leider auch nicht. Wie soll man denn hier dieses Spiel beenden? Das verstehe ich nicht. Wieso? Dieses Spiel soll angeblich so viele Endings haben. So viele. Wie soll man die denn alle freischalten? Das verstehe ich nicht. Okay. Bevor ich mich jetzt hier verquatsche, sehen wir uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann.